Ja, Prost, du Sack, sagen wir in München. Darf man das hier in der Schweiz? Zwetschgenbart, Dadatsch, oh Gott, nee, ich glaube, das kann ich gar nicht. A Zwetschgenbart, Dadatsch. Und der Batz, Badatscher, Zwetschgenbart und zwar. Und der Batz, Dadatsch, der Zwetschgenbart. Zwetschgen zu Batz, Dadatscha. Gabatz, zwei Batzige, Datschte, Zwetschgen. Und der Batzigen, Zwetschgendatschi. Das klingt schon fast wie Romansch. Ich verstehe kein Wort. Das klingt für mich wie Mandarin oder Thailändisch. Hey, es geht sicher um irgendwelche Zwetschgen, würde ich sagen. Ein Zwetschgen, ein Brezel. Wo habt ihr das her? Irgendein Zwetschgen, wenn sie essen. Oder ich bin ein Zwetschgen. Ja, die Walliser würden sagen, die Zwetschgen, wenn ich hier gegessen habe, die liegen nur noch schwer auf dem Magen. Aber sonst ist es gut. Ab und zu Oktoberfest. Es ist eben in jedem Dialekt anders übersetzt. Ein Zwetschge tut die andere Zwetschge tätschen. Ich weiss es nicht. Ich kenne die Tatschi, das sind so flach gemachte Dinger mit Zwetschgen. Okay, lass mal sehen. Also eine Zwetschge zum Brei zerdrückt und ein Brei zerdrückt der Zwetschgen ergeben. Zwei breiige gedrückte Zwetschgen. Okay. Und einen breigen Zwetschgenkuchen. Zwetschgenkuchen. Ja, auf das wäre ich nicht gekommen. Ich lerne es auswendig bis heute Abend, wenn du mich noch mal siehst. Vielleicht kenne ich es. Lallend wahrscheinlich. Lallend, ja. Wenn ich schon sage, ich bin der Oktoberfestkönig, muss ich glaube ich wirklich die bayerische Mundartschule, wie du auch immer sagst. Muss jetzt keiner singen, oder? Nein, hör jetzt auf! Atemlos durch die Nacht. Auf wie auf dem Berg und unter mit den Ski. Rein in die Hütten und die Hände in die Höhe, irgendwie so. Und dann rein in den Jagdsee, das ist das Wichtigste. Ein Bett im Kornfeld. Das ist immer frei. Ja, jetzt musst du mitmachen. Das ist, wenn der Chor versagt. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber gibt es nicht so ein Lied. Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Atemlos durch die Nacht. Und nachher will ich nicht mehr, meine Stimme versagt langsam. Ja, Prost, du Sack, sagen wir in München. Darf man das hier in der Schweiz? Ja.